Und wieder zurück bei Simon the Sorcerer. Ich kann irgendwie nicht von dem Spiel lassen. Ich habe ein wenig geschaut und ich bin fündig geworden. Und zwar, wir haben natürlich etwas übersehen. Wenn wir nochmal zurück zum Drachen gehen und dann hier oben hoch, dann entdecken wir direkt ganz zu Anfang zu unseren Füßen etwas. Nämlich diesen Stein. Nimm Stein. Na, wo ist er denn jetzt? Da. Mittendrin steckt ein Fossil. Ja. So, wer konnte Fossile gut gebrauchen? Genau, unser Jones. Ja. Und dann war ich mit meiner Vermutung, was den Schmied angeht, gar nicht so verkehrt. Allerdings wollte ich den Stein für andere Zwecke. Ich hatte gedacht, dass wir da irgendwie einen Pflock draus formen können, durch Hitze dann verformen, dass wir die dann einsetzen könnten, da in diese Steinwand. So, also jetzt das mit Amboss. Jetzt haut er nämlich da drauf. Danke! Und wir haben... Das ist das Älteste im ganzen Spiel. Ja, jetzt wissen wir das auch. So, und jetzt müssen wir nur wieder den komischen Typ da finden. Da, oh, wie geil. So, gib Fossil zu Loch. Fang! Ich kann das nicht glauben. Das ist ein sehr seltenes Exemplar. Es ist eine Amöbe aus der Kreidezeit. Das könnte es sein. Werde ich nun so reich und berühmt wie Sie? Natürlich, natürlich. Sage mir nur, woher du es hast. Keim lassen. In den Quaggy-Bergen. Ich habe einen Metalldetektor. Ah, Moment, jetzt ergibt es Sinn. Wenn wir ihm sagen, in den Craggy-Bergen, dass da was ist, dann buddelt er für uns. In den Craggy-Bergen? Ich habe meinen Metalldetektor dort. Exzellent. Ich muss sofort dorthin reisen. Ich muss nur meine Sachen zusammenpacken. Okay, sollen wir jetzt da schon hin, oder was? Oder wie? Oder wo? Oder wann? Moment mal, wo war das jetzt? Beim Riesen war das. Dann zurück. Ja, da ist er schon am Buddeln. Warte, bis ich den Bengel in die Finger kriege. Ich möchte nicht, dass er weiß, dass ich hier bin. Er wäre bestimmt nicht erfreut, mich zu sehen. Ach du meine Güte. Oh. Schmutz? Ich habe das Seil vergessen, mit dem ich raus wollte. Ein Haufen Dreck, ausgegraben von Dr. Henry Jones. Hier liegt auch ein wenig Milrit-Erz herum. Wie komme ich nur aus diesem Loch? Was will ich mit Dreck? Zum Teufel! Milrit, Ich habe die Schaufel abgebrochen. Wir wollten da doch was haben. Irgendwas mit Milrit war das doch. Ich hasse den Jungen. Das geht doch so nicht. Hilfe! Hilfe! 110! Was will ich mit Dreck? Na toll. Verflucht. Hier gibt es keine Fossilien. Was? Noch nicht einmal die richtige Muttererde. Hier gibt es keine Fossilien. Okay, das... Moment mal, Möhret, das noch war doch... Noch nicht einmal die richtige Muttererde. Das war doch beim Holzfäller, oder? Oh, wo ist jetzt der Holzfäller? War der... war der hier? Ja. Sehr schön. Es ergibt doch alles Sinn. Was soll ich tun? Holzfäller. Das ist einfach nur dumm. Nee, das ist auch nicht. Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Oh.
Ich habe so. Ach Moment, nein, er braucht doch. Ja, ist doch klar. Er braucht doch was, womit er was fällen kann. Also wieder zurück zum Schmied. Ach nein, falsch. Hier rum. Vielleicht kann der Schmied dann nochmal draufhauen und das dann formen. So dass wir dann irgendwas haben. Vielleicht eine Axt oder so. Womit wir dann. So, jetzt bin ich gespannt. Mit Amboss. Na? Ja. Ja, drauf. Kannst du damit etwas anfangen? Ich kann vieles mit so einem Metall anfangen. Gut, ich benötige einen Axtkopf. Kein Problem. Solange ich die Reste behalten darf. Sicher. Natürlich, und der nimmt da. Man sieht sich! Okay, benutze das Schild, also der Holzstab vielleicht? Das geht doch so nicht! Nein, benutze. Das geht doch so nicht! Nein, ich brauche einen Ast. Oder einen Stock. Das ist ein spezieller, super harter Astkopf. Oder was ist, wenn ich dem. Wie heißt er jetzt? Dem Holzfäller, dem das einfach gebe. Es könnte vielleicht klappen. So, gib. Daumen drücken, Freunde. Wie soll ich das? Glaube ich nicht. Ja! Und er hat den Stock. Die Glücksfee muss mir heute gutgesinnt sein. Ich probiere es sofort aus. Passt auf, Bäume. Hier komme ich. Oh nein, aber Moment mal, der Baum. Da müssen wir doch noch das Kreuz entfernen. Oh Gott. Okay, jetzt ist er weg. Wir können wahrscheinlich jetzt in sein Haus ran. Richtig? Richtig. Hat der irgendwas? Haken? Steigeisen ist ein Ding. Und ich wollte mir zuerst eins machen. Okay. Schade, ich hatte jetzt gehofft, dass ich hier irgendwas zum Haken. Kamin. Dass ich hier vielleicht irgendwas finde zum Farbe entfernen. Darin brennt ein sehr heißes Feuer. Was ist, wenn wir den nehmen? Das ist an der Feuerstelle befestigt. Okay, was ist, wenn wir den Feuerlöscher benutzen? Ich liebe solche Sachen. Ich auch. Vor allem, wenn sie funktionieren. Ist er noch voll? Das ist ein CO2-Feuerlöscher. Ach, gucke an. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Was ist mit dem Haken? Das ist an der Feuerstelle befestigt. Ach, scheiße. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Tja. Benutze Magnet mit. Das geht doch so nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Was sollen wir denn jetzt hier machen? Wofür war das denn gut? Das Feuer ist gelöscht. Ja, danke. Ein Haken, mit dem man einen Topf übers Feuer hängt. Ja, hab ich einen Topf? Ich habe einen Eimer. Das geht doch so nicht. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Ja, das war jetzt sehr geil und total überflüssig. Hier drin gibt's wohl nichts mehr. Was ist hier draußen? Da gibt's auch nichts. Das glaube ich doch nicht. Aber Moment mal, jetzt dadurch, dass wir das Steigeisen haben, können wir. Krummel in der Treut. Können wir. Ach
Ne, hier oben lang. Hoffentlich hat er den Baum noch nicht gefällt. So, genau da. Benutze. Moment mal, wenn das Steigeisen... Eine totale Verschwendung von Zeit und Energie. Drück ich immer auf Bewege. Wenn der Holzfäller das Steigeisen hat, kann es sein, dass die Brücke vom Holzfäller ist? Ich bin ja mal gespannt. Was ist das? Ein Schneemann! Na, und der kann mit Sicherheit reden. Au! Was? Sollte mich nicht vor einer Pfütze Wasser in einem Hörer. Man sieht doch wirklich seltsame Dinge in dieser Gegend. Man sieht doch wirklich seltsame Dinge in dieser Gegend. Wie, geh auf? Okay, ich kann einen Hinweis gebrauchen. Geh auf? Entschuldigung? Wieso geh auf? Wieso? Moment. Befehl, Feuerlöscher. Das geht doch so nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Nutze Seil mit. Das geht doch so nicht. Nutze Streichhölzer. Das geht doch so nicht. Okay. Entschuldigung? Wieso sagt er immer, geh auf? Oder gib Entschuldigung? Auf? Okay. Danke fürs Gespräch. Ach, ist doch Käse. Es ist doch zum Mäusemerken, Freunde. Gut, hier gibt's also nichts. Aber was passiert? Moment. Wenn. Das lässt mir jetzt keine Ruhe, Freunde. Das mit dem Kamin und dem Haken. Wir müssen doch irgendwas machen können mit diesem verdammten Haken. Wir müssen den noch irgendwie mitnehmen können. Ansonsten hätten wir ja das Feuer nicht ausmachen können. Schau an. Achso, das hat man, glaube ich, schon. Ne? Schau an. Öffne vielleicht. Bewege. Nein! Also, das darf nicht wahr sein. Ein Geheimgang. Was? Rosenholz? Zeder? Nein, hier werden wir doch wohl nicht etwa Mahagoni finden. Ei. Da! Ja! Mahagoni! Ich mag Mahagoni. Mahoni, Mahagoni, Teak, da ist alles tatsächlich. So, oh Gott, wo waren jetzt diese vermaledeiten Holzwürmer? An der Eule, glaube ich, vorbei und dann müssten die da irgendwo in der Nähe gewesen sein. Und was haben wir, was haben wir denn von denen bekommen können? Waren das auch Zaubersprüche? Wo waren diese Holzwürmer? Finde ich gemein, dass man jetzt hier nicht alle Sachen auf der Karte aufgeführt hat. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Sind wir jetzt einfach im Kreis gegangen? Ja, wir sind im Kreis gegangen. Nein, hier unten lang. Ah, wo waren die, Mann? Ja, da sind sie. So, gib Mahagoni zu wem? Baumstumpf. Das ist einfach nur dumm. Wieso? Okay, rede mit...
Money schon? In der Tat, ich habe es. Ja, jetzt liegt das... Oh Gott. Was? Das war wunderbar. Ziemlich gemütlich in diesem Boot, was? Woher soll ich das wissen? Wird es nicht, wenn wir hier eine Weile drin bleiben? Die Aussicht ist echt besser als in diesem Stumpf. Null Problemo. Wenn du uns brauchst, ruf einfach, okay? Na gut. Ich glaube, ich mach mal ein Dickerchen. Seltsam. Na, Holzwürmer. Jetzt haben wir Holzwürmer in unserem Hut. Mein Mahagoni wurde Opfer einer Horde Holzwürmer. Na, wir haben Holzwürmer auf dem Kopf, Freunde. Wir haben Holzwürmer auf dem Kopf. Wie widerlich ist das denn? Was sollen wir jetzt mit Holzwürmern? Wo hat man... Moment mal, können die vielleicht auch Farbe wegfuttern? Denn wir haben ja immer noch ein kleines Baumproblem. Das ist das Einzige, was ich jetzt mit Holz in Verbindung bringe, weil alles andere hat nichts mit Holz zu tun. In der Stadt haben wir nichts. Ansonsten, ja, der Besen der Hexe, der ist noch aus Holz. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir die Holzwürmer auf diesen Besen... Schauen wir mal. Ein Versuch ist es wert. Das geht doch so nicht. Ja. Okay, Freunde, ein Versuch war es wert. Ich werde jetzt hier aber endgültig mal Schluss machen für heute. Das waren jetzt, glaube ich, genug Teile. Ich glaube, das waren sogar an die 8 Teile jetzt hier. Ich bin der Meinung, wir sind gut vorangekommen. Und es ist ein sehr schönes Spiel, das kann man nicht anders beschreiben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Simon the Sorcerer und NRW bei 18. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.